Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Heute ist ein besonderer Tag, denn über Laras Kopf gerade schwebt der Link zu dem Video zu Contrast, was jetzt mein zweit-Let's Play ist, sag ich mal. Wie ich es bis jetzt finde, weiß ich noch nicht. Ich hab's ja noch nicht gespielt. Ich bin echt gespannt, was Contrast so zu bieten hat irgendwie. Mal schauen. Habe ich noch nie sowas gespielt. So eine Jazzkulisse zwischen 2 und 3, das habe ich noch nie gespielt. Kann ich das irgendwie wegschieben oder so? Ja, später. Da sollten wir nicht lang. Aber da lang. Ah, deswegen das Ding hier. Ah. Stopp. Danke. Wie? Willst du mir jetzt nicht erzählen, du kommst da nicht rauf? Ah. Nein. Okay. Lara. Die kommt da echt nicht raus. Was gibt's denn da oben? Ich renne nochmal hoch. Warte, von da scheint es auch nicht weiter zu gehen unbedingt. Ah. Ups. Da ist er. Komm her, Bursche. So, da kann ich jetzt immer noch nicht hoch. Deshalb ziehe ich den Guten mal ein bisschen zu mir. Ich glaube, das war ein bisschen zu weit. Ah. So, das dürfte jetzt genügen. Genau. So, einmal rundherum. Und dann sind wir da. Hügelgrab. Hm. Eins von fünf gefunden. Das können wir also hier machen. Weil die werde ich nicht alle finden. Ich glaube, ich gehe mal zu unseren Freunden runter. Nein, da gehe ich nicht lang. So, komm. Zack, zack. Runter, 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 runter. Ich höre irgendwas, ein Motor oder so.
Hallo? Ah. Hey, everybody. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilf doch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Ich bin schon so oft bei Missionen die Brücke runtergefallen, dann kann ich auch das. Natürlich, ich weiß nicht, ob ihr das doch gehört habt. Reyes sagt zu ihr: Steh einfach nicht im Weg rum. Das ist einfach Arbeitsteilung. So, ist da noch was? Nein. Dann gehen wir direkt mal hoch. Hoch, sagte ich. Und ich finde diesen Sonneneffekt einfach geil. Der ist schön. Eins von drei Teile gefunden. Gewehr, sehr gut. Hopp. Huh. Ja. Huh. Wer zum Teufel sind Sie? Die What? Scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Meine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Hast du den Rauch in den Berg gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Es dunkelt das Hinterrad. Warte. Jawohl. Hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Da können wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht, Bruder. Pack deine Sachen. Wir brechen am Abend auf. Ich denke mal, das war richtig. Wo ist der andere? Tschüss. Gut, Flug und so noch. Wow. Ach so. Alter, wie viele Schiffe hier zu Bruch gegangen sind, ist auch unnormal. Das ist das Bermuda-Dreiecks Japan. Bermuda-Dreieck Japans. So rum. Hä? I failed. Scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Trotzdem noch geil. Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Es dunkelt das Hinterrein. Was? Hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Wenn wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht gut. Pack deine Sachen. Abend auf. Zack ins Ohr.
So, er darf einfach nichts merken. So, und dann probieren wir es nochmal. Och man. Was soll das denn? Nie macht sie, was ich will. Unglaublich. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. So. Wollte ich nicht abwarten. So, komm, jetzt aber mit Konzentration. Sonst schaffen wir das nie heute noch. Da ist er. Wer? Ach, der Frischenzug. Aber ich glaube bestimmt, da ist auch noch etwas. Kann man darauf? Ja. Ah, schade, ich habe gedacht, da ist noch was. Hätten wir König der Welt. Nee, wie heißt das? Ich weiß nicht. Zack, einfach schon so. Ich hoffe, Lara ist versichert. Ich kehre mit dem Faschenzug zu Jona zurück. What? Kommen die auf einmal her? Ach, da ist noch einer. Mach raus. Dankeschön. Was haben wir denn hier? So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Aha. Was ist das? Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Wusste ich. Das habe ich sofort gesehen. Ich wollte nur noch mal gucken, ob ich auch recht behalten habe. Darf ich dich ausrauben? Dankeschön. Dich auch? Ja, gut. Und nach Hause. Nass. Hallo. Die Möwe abschießen. Ah, oh, schade. Ups. Fähigkeitspunkt. Cool. Hallo, I'm here. Müsste längst zurück sein. Hilfe! Hilfe! Dr. Whitman! Ach, den gibt's ja auch noch. Hilfe! Da ist doch keiner. Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich hab sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen.
Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte. Geil. Nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Der hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Cool. Kompongbogen. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Waffen modifizieren, Ressourcen, Kompongbogen und so weiter. Jawohl. So, 2 Fähigkeitspunkte. Wofür nehmen wir die denn? Irgendwann müssen wir eh alles ausrüsten. Das ist eigentlich auch mein Ziel. Hier können wir nichts. Komm, machen wir das. Und... Kletterwand. Gemeistert. Gut, dankeschön. So. So viel Bergungsgut, das tun wir mal ein bisschen einsetzen. Geil, da haben wir einen neuen Bogen. Hihi. Napalmpfeile. Huch. Geflochtene Sehne. Mehr können wir auch nicht machen. Geil, neuen Bogen. Natürlich tun mal die Schrot ausrüsten. Müssen wir auch noch machen. Fügt einen alternativen Feuermodus. Brandmunition. Laufmantel. Polierter Bolzen. Patronenmagazin. Mal schnelles Nachladen. Dann haben wir hier auch noch was. Was haben wir dann hier? Rücklaufbremse. Beseitigt effektiv das Gas beim Fahren und verringert so den Rückstoß. Machen wir auch mal drauf. Huch. Ja, das war's eigentlich schon. Die Pistole haben wir noch gar nicht. Da müssen wir auch mal... erweitertes Magazin ist immer eigentlich ganz gut. Belüfteter Schlitten. Rücklaufbremse. Magazin. Schacht. Schnellfeuermodus. Ergonomischer Griff. Schalldämpfer. Einmal ein Schnellfeuermodus und... Oh. Das da. Belüfteter Schlitten. Können wir hier vielleicht an der Axt noch was verstärken? Nein. Geil. Du Dreckskerl. Du hast uns was umgebracht. Huch. Können wir... Ah, schau mal. Aber wir reden da mal mit denen in der nächsten Folge. Und nicht vergessen, schaut mal halt bei Contrast vorbei. Ich bin mir sicher, das Spiel ist richtig geil. Auch wenn du jetzt gedacht hast, das Video ist komplett zu Ende, hast du dich geschnitten. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht nur auf YouTube vertreten, sondern auch auf Twitter und Facebook auf Follow oder Gefällt mir klicken. Je nachdem, der Link ist unten in der verkackten Videobeschreibung, direkt über meinem Freund. Und ja, wenn du das gemacht hast, verpasst du absolut kein Video. Und ja, schau mal vorbei, gell?